Was ist geschehen? Was geht hier vor? Was ist das tatsächlich geschehen? Bernie Cadillac wurde heute Morgen durch eine Dolchsieg ermordet gefunden. Sein Geselle Oliver Grusen ist der Mörder. Eben würde er in Gewahrsam sein. Und das Mädchen? Ich muss sie auch nach der Concierge bringen lassen. Am Ende weiß sie von der Tat. Wer ist ihr? Sie ist der Madelon, Cadillacs Tochter. Der verruchte Mensch war ihr Geliebter. Im Weiteren wollte sie in der zweiten Mal über das andere, dass er über entschuldigt. Sein, ganz entschuldigt. Ich möchte eher einige Fragen stellen. Gewiss. Können Sie sagen mir bitte, was Sie über diese Situation wissen? Mein Name ist unschuldig. Er ist unschuldig. Kennen Sie, warum mein Mörder Herr Cadillac so freut? Ich weiß nicht. Es war nicht mein Oliver, es war nicht ihn. Wir haben ihn tot gefunden, niedergestoßen. Er war tot, wenn wir ihn gefunden haben. Man konnte ihn glauben. Das weiß ich nicht. Das denken Sie. Nein, ich weiß nicht. Madelon scheint sicher, dass Oliver Cadillac ermordet hat. Wem sagen Sie über Cadillac? René Cadillac war damals der geschichtlichste Goldarbeiter in Paris. Einer der kunstreichsten und zugleich unstoßbaren Menschen seiner Zeit. Warum dann möchte man ihn ermorden? Und Sie sagen, dass Oliver arbeitet für Cadillac? Tja, er war eine Lehrling von Cadillac. Aber... Was? Naja. Ich habe Gerüchte gehört. Gerüchte? Ja, ich höre, dass Cadillac betreustig, trötzig werde. Aber nun war es kaum möglich, die fertige Arbeit von ihm zu erhalten. Unter 1000 Wänden heilt er den Besteller hin von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Vergebens bot man ihm das Doppelte für die Arbeit. Nicht einen Louis mehr als den bedungenen Preis wollte er nehmen. Und Oliver mag es nicht? Nein. Sie haben oft gestreiten und auch Cadillac hat Oliver seine Entlohnung verweigert. Du denkst, dass Oliver hat Cadillac gemordet? Herr Desgrais, wir haben Oliver in Gewahrsam. Ausgezeichnet!